Ich meine, Graffiti finde ich ja eigentlich ganz hübsch. Das kann ja schmücken, aber das ist Schmiererei da. Ne? Das neue Graffiti sorgt für Begeisterung. Ja, hallo meine Fotzebärchens und ja, Ping erstmal. Ach so, dann brauchen wir auch mal einen Ping, ne? Guck mal, da ist schon wieder der He-Fan. Oh, jetzt wird aber, es ist sehr hell jetzt hier. Es ist sehr hell, sehr hell. Jetzt wird es wieder ein bisschen hell. Ich schalte nochmal ab. Tschüss. Ich weiß nicht, ob es noch was wird. Wir können nur warten. So, und jetzt geht's nochmal los mit Pingelingeling. Weil am heutigen Tage werden zwei Videos aufgenommen. Zum einen die Gorkon, habt ihr vielleicht schon gesehen, ne? Richtig geiles Event mit 9 Teilnehmern, also mehr als ich mir jemals hätte erträumen lassen. Und jetzt geht's zu einem Graffiti-Battle und da gehen wir wem auf den Sack? Richtig, dem DSD gehen wir richtig hart auf den Sack und zwar diese ganze Truppe da. Peace and Justice. Peace and Justice und Prostata. Pingelingeling. Die Nummer geht weiter hier. Hier ist die eine Gerümpelreihe. Hier ist die andere Gerümpelreihe. Bitte ja. Die Socks. Und jetzt geht's los, ne? Jetzt auch nochmal Graffiti, ne? Hausnummer von dem Speicherstraße. Nee, Hausnummer habe ich nicht. More Than Words einfach. Oder Hafenkombüse. Da einfach hinfahren und alles wird gut. Schauplatzwechsel. Ja, jetzt Graffiti-Event. Hier wird auch schon reichlich die Kunst verschönert. Oder besser gesagt, die Wände verschönert. Und jetzt gehen wir dem DSD hart auf den Sack. Ich höre schon Funky Cold Medina. Das kann ja nur auf seinem Mist gewachsen sein. Also bis gleich. Komm und hilf mir ein bisschen feiern. So kann jeder wunderschön. Heute große Partystimmung ist da. Ja, die Drunken Style Duffs sind auch am Start hier. Wird hier richtig mal, aber was ich mal bemängeln muss, ne, an diesem Event. Ihr seht diesen Grill da im Hintergrund, ja, ja. Und da kann man als Normalsterblicher, so wie ich, einfach nicht hingehen und sagen, so, ich möchte gerne eine Bratwurst haben im Brötchen. Das geht halt nicht, weil das ist für die Artists. Ist ja auch okay, alles gut, irgendwie, dass die Artists auch ein bisschen Catering bekommen. Aber als normaler Mensch muss man doch hier eine Wurst kriegen, Alter. Das sollte man ändern, finden wir. Ja, und auch so auf so Graffiti-Jams, ne, gilt Pingelingeling. Hier wird noch fleißig gemalt und ich glaube, um 6 Uhr wird der Sieger gekürt. Aber irgendwer hat hier schon so ein Kronending dran gemalt. Ah, da kommen wir, glaube ich, gleich hin. Wir spulen jetzt mal vor. Da gibt es so ein Kronenbild. Aber bin ich ja nicht mehr drauf. Ich trinke ja jetzt alles andere außer Kronen, weil lange Geschichte, long story short, Kronen hat gesagt so, ich sponsor euch nicht. Und das finde ich ein Unding. So, aber egal, dann sollen die sponsoren hier, die hier Kunst machen und nicht wie ich, der einfach nur irgendeinen Rotz in der Kamera labert. Fürchterlich und ein schreckliches Kotebuttel. So, jetzt haben wir hier den Brian, den habt ihr eben schon gesehen bei der Gorkon, ne? Und jetzt ist er auf dem Graffiti-Event. Wie kann das denn passieren? Wie findest du es hier? Das ist schwer interessant und der Gorn-Minister hat mich natürlich erstmal hergeschleppt, aber ist mal was anderes. Also ein bisschen abchillen hier. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Mal wieder schön so ein bisschen Oldschool-Hip-Hop zu hören, was man teilweise seit Ewigkeit nicht mehr gemacht hat. Sehr schön. Kühle Drinks, coole Leute auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde diese Geschichte schön. Jetzt wird's wieder richtig wild hier. Leute, nächste Runde rückwärts. Oh, Salute! Salute! Und Gorkon! Nasrovia! Kanpai! Zwei Videos, ein Tag. Erst habt ihr die Gorkon gesehen, jetzt seht ihr das Graffiti-Event. Keine Ahnung, wann ich das hochlade. Ist mir auch wurscht, ist mir auch total egal. Aber so ein Hippie muss auch mal Pipi. Ach, da sitzt so eine Familie rum. Schön am Kanal. Und dann gehen wir mal am Kanal hier. Dortmunder Kanal. Habt ihr vielleicht gesehen, hier ist auch traumhaft schön. Ne? Traumhaft schön. Wunderschön. So, und im Hintergrund legt der DSD noch weiter auf. Wir gehen hier einfach mal hinter das Hafenbeckenhäuschen. Ich hoffe, ich falle da nicht rein. Weil hier ist echt tief, ne? Hier ist so Wasser und so. Naja, egal. Ja, hier ist doch ein guter Platz zum Pissen. Übermenschliche Aufgaben warten auf ihn. Da stehe ich unterm Kronenschirm und trinke 5-0. Ja, ihr habt's leider nicht hingekriegt. Ihr hättet groß werden können durch den DSD und mich. Jetzt trinke ich 5-0. Klingelingeling. Haben wir Durstiges? Ich
Man schwitzt und ist durstig. Die Laune steigt, auch der Pegel. Wir haben den One and Only Deuce. One and Only, yo. One and Only Brinkhoffs, ey. Nee, Brinkhoffs ist eigentlich scheiße. Ja, okay. Ja, ja, egal. Aber mach mal Pingelingeling jetzt hier. So, ja. Ding. Wie fühlt sich das an, im Kadaverficker-Universum präsent zu sein? Ja, mega. Ich mag euch mega geil. Ich sag mal, Dortmund Asozial ist der geilste Song aller Zeiten. Und ja, ihr sowieso. Bei allem Respekt. Ey. Voll geil. Vielen lieben Dank, dass wir bei dir aufnehmen durften. Du hast den Feel Dead Hit of the Summer gemacht. Der ist ja richtig durchgestartet, tatsächlich. Ja, freut mich mega, auf jeden Fall. Und ja, da, hier, Leute, ihr könnt aber sehen, das ist der Dude, der das gemacht hat hier. Das ist der Dude. Ja, Applaus, na klar. Jetzt geht's ab hier. Was ganz anderes, Lieder, das ist schneller. Das sind zwei Videos, die heute entstanden sind. Das eine könnt ihr da sehen und das andere da sehen. Also wir haben Graffiti-Action und die Gorkon. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Aha. Jetzt sind wir immer noch auf dem Graffiti-Event und der Mario von Kennt ihr noch? Und ja, der ist so Sachen an den Kopf geworfen. Ja, der Mario von Kennt ihr noch ist auch noch an Stissel-Wissel. Hör mal auf, hier mit dem Scheiß hier rumzugaffen. Ja. Nee, ich dachte, das war jemand. Ja. Wie findest du denn hier Graffiti-Event? Ich finde es sehr cool, dass sowas überhaupt stattfindet und dass es überhaupt da ist. Ich mag das sehr gern. Ich war früher ja auch so ein Hip-Hop-Guy. Ja, wirklich. Also was war, was und war, was ja, nee, aber was war deine Lieblings-Hip-Hop-Band? Keine Ahnung. Na klar, Too Strong hat man immer mal irgendwie mitgekriegt. Deswegen cool, dass der DSD und quasi über Ecken dann der Kontakt zu Dose da ist, den ich noch nie gesehen habe. Aber früher bei Haberdescher, Trashmark, sehr cooler Laden. Ich weiß nicht, gibt's den noch? Nee, ne? Nee, gibt's den nicht. Ja, leider nicht. Tot. Tot. Ich finde das Graffiti-Ding cool. Es macht Spaß. Es ist eine Kunst für sich, die jeder mal gesehen. Trotzdem spielt mir nicht voll. Die jeder mal gesehen haben soll. Es ist auf jeden Fall was sich jeder mal ansehen sollte. Und mal mit den Leuten quatschen, alles familiär und so und kollegial. Es macht auf jeden Fall Laune. Ich möchte die natürlich auch nicht vor meiner Haustür haben. Und hier so Profi-Equipment, ne? Könnt ihr euch auch mal schön von der Backe schminken irgendwie. Ich mache immer mein Style hier. Jetzt haben wir das Singen. Hier haben wir das Singen. Hier haben die Leute gemalt irgendwie. Ich mache nochmal Pingelingeling. Und hat da jetzt jemand gewonnen? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal gucken, was so passiert hier. So, das ist hier bestimmt scheiß WDR. Interessiert mich nicht. Wir erfahren sehr interessante Dinge. Jetzt hier läuft hier gerade eine Verlosung irgendwie, wer hier gewonnen hat. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber die Leute haben mich gerade da weggescheucht. Fuck die you. Nehmen das voll ernst. Ja, die nehmen das voll ernst. Das ist eine ernste Sache. Ich nehme das aber nicht ernst. Für mich ist die vier Säulen des Hip-Hops, ne? Hier Hip-Hop, Breaken, DJing Graffiti. Und ja, auch Graffiti ein bisschen, ne? Ja. Ihr habt verstanden. Sinne. Ja. Prostata. Prostata, tiralala. Prostata, tiralala. Und ach, guck mal hier, der ja, da hat er sich wieder versteckt, ne? Weißt du, sich so erst reinsneaken, aber ja, komm, pingelingeling. When the rain begins to fall.
Das soll nur keine unpassende Anspielung aufs Frühlingswetter sein. Irgendwo am Graffiti-Event, ganz richtig, regnet das richtig hier, aber ich habe noch eine schöne, leckere Brunette. Ich würde bessere Buletten machen, aber ja gut. Aber guck mal hier, wir haben noch Nico. Knusprige Grillbratwurst, pikant gewürzt. Die geht immer reißend weg. Hat er doch seine Bratwurst gekriegt. Das ist ja unfassbar, seine Bratwurst. Toll. Ja, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Irgendwer hat gewonnen. Ja, scheiße, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, aber ihr wart alle geil. Ihr wart alle geil, weil ihr macht Dortmund bunt. Richtig. Keiner weiß es besser als ich. Pingelingeling ist schlecht für dich. Ja, ja. Die Geschichte ist, ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat. Keine Ahnung. Schade. So, jetzt ist die Nummer vorbei irgendwie. Das Video ist vorbei. Oh, das Taxi ist auch da. Es tut mir leid. Ja, puh. Keine Ahnung, wer gewonnen hat, aber war schön hier, ne? Graffiti-Battle im Hafen und so. Und Kron hat da auch rumgewirkt und ja, egal. Wupp, wupp, to the underground. Deswegen sage ich mal, tschüss.